Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Do-It-Talks. Und heute hat jemand eine ganz weite Reise auf sich genommen, um bei mir zu sein. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, ich komme zu ihm heraus, aber er ist jetzt zu mir gekommen. Ein schönes Hallo an den Martin Laschkolnik. Grüß dich. Hallo Thomas, schön hier zu sein. Ich glaube, 3 Stunden mit der Kleinen am Sperre hast du, glaube ich, Fahrzeit gehabt. Das war jetzt ein bisschen länger. Wir haben eine kleine Umleitung fahren dürfen, plus diverse 10 Minuten Stopps vor den diversen Tunnels. Aber eigentlich alles. Aber du sagst gerade das Stichwort, ganz problemlos. Umleitung. Wie schaut es aus mit den Umleitungen im Leben? Genau. Die Umleitungen im Leben sind das, wenn wir nicht hinhören, was das Leben eigentlich von uns will. Und so wie ein Navi, ja, wenn wir uns einmal verfahren, dann sagt das Navi auch nicht, geh du blöder Depp, jetzt hast du dich verfahren, dreh um. Ja. Sondern was macht das Navi? Sagt, kalkuliere Route neu. Und das ist so die Erkenntnis auch meiner letzten Jahre, dass das Leben hat einen Fluss. Und wenn wir uns diesem Fluss anvertrauen, dann trockt er uns auch. Ja. Und wenn wir uns dagegen wehren, dann nimmt er uns sowieso mit. Und nur wird es dann wahrscheinlich ein bisschen ein Kampf gegen das Ertrinken werden. Ne? Genau, weil du sagst, dann müssen wir kämpfen. Und wenn wir uns aber entspannen und sagen, Moment mal, was will denn das Leben eigentlich von mir? Ja, wir haben natürlich durchaus manchmal unsere Ego-Vorstellungen, was wir jetzt gerne umgesetzt haben müssten und das große Auto und das Haus und besser als der Nachbar oder was immer für die Firmenziele, die da sind oder im Job kriegt man dann irgendwelche Ziele aufgebrummt und dann sind wir ausbrennt. Ja. Und dann stehen wir da und sagen, eigentlich will ich das gar nicht mehr. Das ist mir alles zu viel. Und das sind alles Zeichen, mal hinzuhorchen. Was will ich denn eigentlich? Eigentlich möchte ich jetzt gern, ich möchte am Land sein oder ich möchte in der Stadt sein. Aber was ist es, wonach wirklich dein Herz sich sehnt? Und ich glaube, dass wir über kurz oder lang dem nicht auskommen werden. Wir können natürlich, und das ist in unserer Gesellschaft ja total verbreitet, wir kämpfen uns durch und wir müssen dort durchhalten. Tapfer sein, genau, steife Oberlippe und kämpfen. Ja, kann man. Ich sage dann halt in meinen Coaching-Gesprächen immer, darf es gelegentlich auch einfach sein. Was ist dann die Reaktion? Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil ich helfe Menschen in den Coachings, ihre Blockaden zu durchbrechen, also wo sie wirklich feststecken und wo sie anstehen im Leben. Und ganz oft kommt dann allerdings auch, ja, aber wenn das nicht anstrengend war, dann ist es ja nichts wert. Ja, genau. Ja. Also das ist dann oft die Erkenntnis, dass wer macht mir denn dann eigentlich die Blockade? Ja, wer sperrt sich denn dagegen, dass es leicht gehen kann? Wer sperrt sich denn, dass ich wirklich im Fluss des Lebens, mit dem Fluss des Lebens tanzen kann? Ja. Ja, dass es leicht und spielerisch sein darf? Und ich bin der festen Überzeugung, es darf leicht und spielerisch sein und wir machen es uns nur selber schwer. Ja, weil wir das im Prinzip aus der Kindheit gelernt haben, genau, bekommen, und erfahren haben, bekommen. Und den Eltern kannst du ja auch keinen Vorwurf machen, weil die haben sie ja auch nicht anders. Natürlich, überhaupt kein Thema. Ja. Unsere ganze Gesellschaft ist so ausgerichtet. Ja? Du musst dich anstrengen und unsere ganzen lieben Motivationsgurus, die da draußen sind, ja, the sky is the limit. Ja, ne? Du musst es nur wollen, dann kannst du es erreichen. Na, das glaube ich nicht. Also ich glaube, die Zeiten ändern sich in dem Bereich sowieso extrem jetzt da. Mehr so diesen, wie du sagst, hinhören, hinfühlen. Genau. Was bewegt sich da, ja? Also natürlich kann ich mit Willenskraft Dinge erreichen. Aber das ist halt dann ziemlich anstrengend. Und man braucht sich dann nicht wundern, wenn man dann halbwegs im Burnout landet. Oder vielleicht sogar ganz. Ja? Aber wenn ich hinschaue, das Leben ist an und für sich was, es gibt uns eh Zeichen. Ich sage halt, es winkt mit dem Zaunpfahl. Wenn es nicht hinhorcht, schmeißt es einen Telegrafenmasten. Ja. Und ich habe auch schon so manchen Telegrafenmasten in meinem Leben abgekriegt. Das ist keine Frage, ne? Weil Leben, wir verrennen uns oft in Ideen und sehen eigentlich, dass uns das Leben über ganz woanders hinsteuern will. Ne? Und egal, mir ist es jetzt völlig egal, ob du jetzt sagst, das Leben, Engel, Universum, Gott, was immer dein Bild da ist, aber ich denke, es gibt einfach eine größere Instanz als unser Ego, das sich halt jetzt irgendwas einbildet. Sondern da gibt es noch einen,
ein größeres Potenzial, einen Geist, eine Seele, wie immer du es nennen möchtest. Etwas, das größer ist, etwas, das auch in die Verbindung geht, etwas, das uns in den bestimmten Umständen ein Gefühl der, wenn wir wirklich lieben oder wenn wir Erhabenheit von irgendwas spüren, ja, wenn wir irgendwas Großartiges sehen, das uns dann im Herzen berührt, das sind für mich dann so die Verbindungspunkte zu diesen Instanzen, wo ich einfach sage, okay, da ist etwas, das mehr ist als ich. Und wir erleben das ja auch dann, wann sind wir denn am glücklichsten? Und im Moment haben wir so diesen Mode-Hype, dass man muss ja glücklich sein. Mhm. Ja. Und alle jagen das Glück. Super, dann sind wir aber nur genau im gleichen Paradigma wieder drinnen. Du musst machen, tun. Nur statt einem großen Auto jagen wir jetzt das Glück. Kann nicht sein. Also ja, das ist doch ein Blödsinn. Oder jeder soll es gern machen, wie er möchte. Das ist alles okay. Aber ich denke, wenn wir im Einklang mit dem Leben sind, wenn wir im Fluss des Lebens sind, wenn wir in der Liebe sind, wenn wir Menschen einen Beitrag leisten, wenn wir im Service sind, ja, und wenn wir das tun, wo unser Herz zum Singen anfängt, wo wir beflügelt sind, dann entsteht das Glück ganz von selber als Nebenprodukt. Dann kommt es automatisch. Ja. Genau, ja. So ist es. Ja. Und also von daher bin ich jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr zur Ansicht gekommen, nicht das Glück zu suchen, sondern zu suchen, was erfüllt mich wirklich? Und wir sind halt soziale Wesen und ich glaube halt schon ganz intensiv, dass ganz viele Menschen sich mehr Verbindung wünschen. Einerseits Verbindung zu sich selbst, andererseits Verbindung auch zu den Menschen rund um sich. Wir sind am glücklichsten, denke ich, wenn wir in einer guten Verbindung mit anderen sind. Ja, das ist was uns als soziales Wesen ganz, ganz stark beeinflusst. Ich glaube, das Kostbarste ist ja wirklich Zeit und Zeit füreinander. Familienzeit, gemeinsam immer nur diesen, was denn auch noch mehr Umsatz, noch mehr Gewinn, noch mehr das. Ja. Indie ist also ganz ehrlich, das interessiert mich gar nicht mehr, weil da sitze ich lieber mit meiner Frau gemütlich auf der Couch, trinke ein Glas Wein, besuche meine Eltern, isst was gemütlich zusammen und tratsche, als wie den nächsten Heim noch lang. Wenn das dein Bedürfnis ist. Genau. Ja, also Ich helfe ja Menschen auch mit energetischen Techniken, also Klopfakupressur und solchen Dingen, um Blockaden zu lösen, um altes, aufgestautes, emotionales loszuwerden. Ja, also wenn da alte Zorn oder Wut oder irgendwas da ist, die dich dann davon abhält, dein eigenes Potenzial eigentlich auszuschöpfen. Da muss ich aber hinschauen und da muss ich mich spüren. Was steht denn gerade an? Und nur weil jetzt, sage ich mal, Sonntag ist und jetzt steht der Besuch bei den Schwiegereltern oder bei den eigenen Eltern an und alles in dir sagt einfach irgendwie, danke, bitte, ich mag nicht, dann wäre das was wert ist, auch hinzuhören. Ja, ja. Ja. Und einfach auch einmal, und man kann Dinge immer auf verschiedenste Arten umformen und umwandeln, aber nicht wegdrucken, nicht verdrängen, sondern wirklich auch bewusst werden, okay, was ist denn da jetzt eigentlich da? Und dann für sich eine Modalität finden, okay, dann ich gehe halt vielleicht noch zu den Schwiegereltern, aber ich gebe mir selber die Perspektive, dass ich mir morgen oder in der nächsten Woche schaufel immer einen halben Tag frei, wo ich dann, was brauche ich jetzt gerade? Und das kann dann sein, ich brauche jetzt Ruhe. Ja, oder ich brauche jetzt einfach einmal eine wilde Session am Schlagzeug, wo ich mich einfach total auspower. Ja? Oder ich gehe ins Fitnessstudio oder ich gehe in den Wald, in die Natur, was immer halt das dann ist. Oder ich setze mich auf mein Meditationskissen und meditiere eine Stunde. Ja, ja. Was immer das halt dann ist, das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das muss jeder für sich selber spüren. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Sondern da gibt es nur eins, ist das meins? Ist das, was für mich jetzt ansteht, was für mich jetzt wichtig ist? Und nur weil das, was für mich jetzt wichtig ist, die letzten 10 Jahre wichtig war, heißt nicht, dass ich das nicht ändern kann. Also immer im Gespür sein, immer auch sich erlauben zu schauen, was ist denn für ein Bedürfnis da, was brauche ich denn? Ich glaube, das ist auch diese Denkweise, wenn man, weiß ich nicht, man hat das jetzt 10 Jahre oder so gemacht, deswegen wird das auch erwartet, dass du es auch weiter tust. Genau. Und dann wirst du in dieses Korsett rein gezwängt und irgendwie nicht, du traust dich nicht verändern, aber was, wenn dann die anderen denken? Genau, und das ist einfach, wem gebe ich denn dann die Kraft? Ja, genau. Ja, also in meinen Seminaren, da arbeitet man immer auch mit einer Formel von meinem Mentor Jack Canfield. E plus R ist gleich F. Ja. Also das Ereignis plus die Reaktion darauf ergibt die Folgen. Ja, ja. Ja, das Ereignis ist jetzt,
was werden die Leute sagen, oder die Leute reden schlecht, oder das ist, habe ich 10 Jahre lang gemacht, oder, ja, also irgendwas passiert. Und wenn ich, die meisten Menschen leben von der Basis, das Ereignis ist schuld. Ja. Und das sind aber zwei Teile in dieser Gleichung, ne? Das Ereignis und die Reaktion. Und in ihrer Kombination ergibt es die Folgen. Ja. Ja. Und wenn ich sage, das Ereignis ist schuld, wem gebe ich denn dann die Kraft? Dann liegt die ganze Kraft im Ereignis. Dann gebe ich die Kraft meinem Chef, dann gebe ich die Kraft meiner Frau, meinem Partner, meinen Kindern. Ja, Ereignisse treten ein. Das passiert. Aber das ergibt noch nicht automatisch die Folgen. Ja, genau. Sondern da steckt nur was dazwischen. Und das ist das R, die Reaktion auf die Folgen. Und wenn ich diese Reaktion, da kann ich jetzt eine Reaktion wählen, die sagt, das geht ja nicht. Oder ich kann eine Reaktion wählen, wie geht denn das? Ja. Und also wenn wir jetzt aus dem Talk da heute nur diese eine Formel mitnehmen und die konsequent anwenden, dann wird sich ganz massiv was verändern. Ich komme nämlich aus dem Opfer in die Gestalterrolle. Genau, ja. Ich bin verantwortlich und das darf sich keiner ausreden lassen. Jeder von uns ist verantwortlich für seine Reaktionen. Und wir reagieren bewusst oder wir reagieren vor allem ganz viel unbewusst. Also alle unsere Muster, alle unsere Konditionierungen, die da sind. Wenn ich jetzt zu dir sage, also bitte deine grünen Haare sind ja entsetzlich, dann wirst du dir denken, was schwafelt der da? Ich habe doch keine grünen Haare. Ja. Also relativ einfach, das wird dich jetzt nicht groß betreffen. Mhm. Wenn ich aber jetzt zu dir sage, du bist der egoistischste Mensch, den ich je gesehen habe, wirst du dir denken, also so lange kenne ich den Typen ja gar nicht. Ne? Woher weißt du das? Meine Mama hat das auch immer gesagt. Also das Ereignis ist in beiden Fällen das Gleiche. Ja. Martin schwätzt. Aber das eine haben wir schon so oft gehört, jetzt sei doch nicht so egoistisch, musst doch dein Spielzeug mit den anderen teilen. Ne? Jetzt bin ich zweieinhalb und habe gerade erst begriffen, was meins und deins ist und das ist jetzt meins und jetzt muss ich es schon wieder teilen. Ne? Also so manchmal läuft da was in der Erziehung auch nicht so ganz rein. Ne? Also, ja. Und von daher sind wir eben jetzt auf diese Dinge vorkonditioniert und das löst dann natürlich an das drückt dann aufs Knopferl und schon sprach, naja, genau, egoistisch darf ich ja nicht sein. Ne? Ja, ja. Okay, wer sagt denn das? Und ich rede jetzt nicht dem Egoismus das Wort, aber ich rede einem gesunden, ich betone gesundes Selbstbewusstsein das Wort. Und nämlich nicht im Sinne von, ich traue mich was, weil das ist nicht, was Selbstbewusstsein sagt, sondern dass ich mir selbst bewusst bin, was läuft denn da gerade? Mhm. Ja, welche Trigger werden da gerade ausgelöst? Welche Knöpfe werden da gerade gedrückt? Und jeder, der in einer Beziehung ist und die schon ein bisschen länger ist, der weiß ja ganz genau, welches Knopf muss er denn beim Partner oder bei der Partnerin drücken, damit der auf 180 ist oder die. Ne? Wissen wir ja ganz genau. Und hin und wieder tun wir das gelegentlich auch. Ne? Obwohl wir eigentlich besser wüssten. Also, meine Frau hat gesehen, ich mache das nicht. Genau. Ich bin nicht so sicher, ob das nicht jeder von uns macht. Ne? Also, ja. Also, das Augenzwinkern sieht man nicht, oder? Ja, genau. Das kommt jetzt am Tonband oder auf der Aufnahme nicht so gut rüber. Ja. Naja, und diese unbewussten Muster auch bewusst zu kriegen, das ist einer der großen Themenbereiche, wie wir dann wirklich in ein selbstbestimmtes Leben kommen können, wie wir in ein Leben kommen, wo wir wirklich im Frieden sind. Weil ich denke, das ist einfach die große Prämisse. Also wir können natürlich in unserer Gesellschaft, und das ist natürlich in unserer Gesellschaft so angelegt, immer mehr jagen. Ne? Also die nächste Beförderung oder der nächste Job oder das größere Auto oder das größere Haus. Braucht man das wirklich? Muss da wirklich der Fernseher 110 cm Diagonale haben oder tun 66 auch? Ja. Ja, also, und da ist die Frage, was will ich denn jetzt eigentlich wirklich? Und ganz, ganz oft decken wir halt mit dem Konsumerismus eigentlich nur unsere innersten Bedürfnisse zu und die innere Leere zu, die eigentlich da ist. Mhm. Und das, woraus wirklich ankommt, ist, wenn ich sage, okay, was erfüllt
wirklich Qualität? Was bringt mir Qualität in meinem Leben? Und das ist für jeden was anderes. Der eine findet es super, wenn er, weiß ich nicht, Motorradrennen fahren geht. Ja? Und beim anderen ist es, wenn er Zeit mit seinem Bogen im Wald hat und geht Bogenschießen, und der Dritte spielt sein Didgeridoo oder was immer. Also die Aktivitäten, die ich setze, die Vorlieben und Befindlichkeiten, die ich habe, die sind für jeden anders. Und es gibt keine richtige und keine falsche. Ich muss meine finden. Was ist das? Ja? Es gibt Menschen, die finden es total super, sich auf einem Meditationskissen zu sitzen und zu meditieren. Und es gibt Bewegungstypen, die halten das nicht aus. Ja. Dann musst du das wissen, was für dich das Richtige ist. Für den ist wichtiger, der kommt total in den Flow, wenn er vielleicht nicht unbedingt ein Ironman, aber halt, wenn er halt 10 Kilometer laufen geht, wenn er körperliche Aktivität und Bewegung hat. Und für den anderen ist das Beste, wenn es in die Stille geht, wenn es in die Ruhe geht. Und andere brauchen ständiger Hintergrundgeräusch, damit sie eben nicht an diese Ruhe erinnert werden, die sie noch von der Vergangenheit prägt. Ja, das ist jeder anders und das muss jeder für sich auch erkennen. Du hast vorher gerade das Stichwort letzter gesagt, deinen Mentor Jack Canfield, weil es ist ja auf der anderen Seite für mich auch eine Ehre, dass du da bist, weil ich habe heute einen Präsidenten im Haus. Ja, das wissen ja die wenigsten. Der Martin ist ja nicht nur als Trainer, Speaker international unterwegs, weil dein Englisch ist ja mehr als nur perfekt, was ich gelesen habe, sondern bist ja auch Präsident von der German Speaker Association. Und, genau. Ja. Und deswegen auch jetzt dann mit dem Jack Canfield. Wie bist du zum Jack Canfield überhaupt gekommen? Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und das ist eben genau das, was ich meine, sich dem Fluss des Lebens anvertrauen. Ja, genau. Ja, also weil das hätte man so nicht planen können. Ich habe ja in einen etwas ungewöhnlichen Werdegang. Ich habe in Indien buddhistische Philosophie und Erkenntnistheorie bei tibetischen Mönchsgelehrten studiert, wo man sich sagt, wie lange ist das her? Das war Mitte der 90er Jahre. Okay. Ja. Also ich habe insgesamt 3 Jahre in Indien gelebt. Durchgehend? Nein, immer so ein halbes Jahr. Also wir sind im Oktober runter und sind dann im März, April wieder rauf, weil im Mai kochst du in Neu-Delhi das Hirn aus, da kannst du keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und buddhistische Philosophie, man assoziiert ja mit dem Buddhismus immer so diese innere Ruhe und so weiter. Ja? Also das stimmt ja auch durch die Meditation und so, aber die buddhistische Philosophie ist eigentlich sehr linkshirnig, weil eben damals die sehr intensive logische Debatten stattgefunden haben. Und wenn da einer verloren hat, dann hat er seine ganzen Anhänger zum Glauben des anderen mitnehmen können, müssen. Ja, also wenn jetzt der Superintendent von Hamburg mit dem Erzbischof von Wien diskutiert und der Superintendent von Hamburg gewinnt, ist ganz Österreich evangelisch. Mhm. Ja, so, es hätte durchaus für die Volkszählung eine Auswirkung gehabt. Ja. Also, und von daher hat man natürlich sehr genau geschaut, weil auf einmal ist eben der Anteil dieser Religion in Österreich null. Ne? Ja. Also das ist nicht so gut. Und dadurch ist es ein bisschen, du lest es heute, denkst du, das hast du mir doch schon vor 5 Seiten erklärt. Also komisch. Ja, ne? Also nein, es ist ein ganz leicht anderer Blickwinkel, nur damit du mir ja nichts anhängen kannst. Mhm. So quasi. Ne? Mhm. Und ich habe mir dann eben gedacht, okay, ich brauche irgendwas fürs Herz, irgendwas für die Inspiration. Ne? Und sage zu meiner damaligen Freundin, dann Frau, mittlerweile Ex-Frau, muss ich mir so ein Buch selber schreiben oder fix noch einmal. Ja? So Anwurf ans Universum, bring mir so ein Buch. Ne? Und 3 Wochen später bin ich in Neu-Delhi in einem Buchladen und es fällt mir wirklich buchstäblich ein Buch vor die Füße. Und ich heb's auf, war es der erste Band von Hühnersuppe für die Seele. Ja, ich denke, schau das an, denke mir, genau, perfekt. Also genau das, was der Arzt verordnet hat, mitgenommen, in einen Sitz durchgelesen, schwerer Schaden durch Überrührung. Ne? Lauter so Geschichten. Ja. Aber das hat den Jack Canfield aufs Radar gebracht und dann haben wir gedacht, der Typ ist spannend, den will ich kennenlernen. Ja, und das war jetzt so ein Ziel auf meiner Liste. Und das war dann 2005 dann soweit. Also das Ziel war dann offensichtlich doch nicht so kraftvoll oder intensiv. Aber ich habe ihn halt dann so verfolgt und mit dem Internet ist es natürlich dann auch gegangen. Ja. Und 2005 habe ich dann die Info gekriegt, dass es eine Konferenz in Liverpool geben wird, wo Jack Canfield als einer der Sprecher da sein wird. War eine internationale Tagung zum Thema Selbstwert, das mir auch sehr am Herzen liegt. Und habe eben dann zu meiner Frau gesagt, okay, so einfach kriegen wir den nicht so schnell wieder. Haben für unsere 7-monatige Tochter einen Babysitter geschnappt und sind nach Liverpool geflogen. Und
aus den Ereignissen dort hat sich halt dann das ergeben, dass ich dann beim Jack Canfield auf einem Seminar war und daraus hat sich dann unsere Freundschaft und die gemeinsame Aktivität entwickelt und wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Ne? Ja, ja. Genau. Also ich glaube ja auch, wenn wir auch geredet haben, jetzt im generell im Speaker-Bereich drinnen, es ändert sich ja alles. Also vor allem, also was ich jetzt da merke, ist, es ist mehr diese Herzenswärme da für die Speaker, die das zulassen und das auch noch authentisch nach außen bringen. Weil das ist in meinen Videos auch gang und gäbe, ich sage immer so, diese authentische Bewegtbildkommunikation, ja. So wie du bist. Ja. Natürlich ja. Gebe ich sehr viel von meinem Leben preis. Nur witzigerweise ziehe ich auch genau die Menschen in mein Leben, die genau zu mir passen. Ja. Der Rest connectet dann eh nicht mit mir, also energetisch von dem jetzt her gesehen. Ja. Und ich glaube, das ist der langfristige Weg jetzt. Gerade in diesem Zeitalter jetzt da. Ja, also ich, was ich halt beobachte, ist, dass wir haben eine Phase von einer relativen Überhitzung hinter uns, glaube ich. Oder also wir stecken immer noch mittendrin. Ja, ja, also immer mehr Information, immer schneller, immer. Ja. Und wenn das Pendel weit in eine Richtung ausschlägt, dann schlägt es auch wieder in die andere Richtung zurück. Also es geht nicht einfach nur immer in eine Richtung. Und das Bedürfnis und was ich halt immer so erlebe auch, das Empfinden der Menschen nach Sinn, nach Glück, nach Erfüllung, nach Inspiration, auch Spiritualität, das ist riesig. Ja? Es ist nur noch nicht in den Unternehmen angekommen. Ja, ja. Aber es kommt in den Unternehmen immer mehr an, dass die Mitarbeiter wichtig sind und dass die Werteorientierung wichtig ist. Und das für ganz viele Menschen halt aber auch dazu gehört, dass da sie im Leben eine Erfüllung suchen und brauchen. Und wir sind nicht sinnentleerte Roboter, die irgendeine Aufgabe erfüllen, sondern wir wollen, dass wir mit dem, was wir tun, und das kann die blödeste Tätigkeit sein, aber wenn ich bei dieser blöden Tätigkeit die Perspektive habe, dass das einen Sinn macht, dass das einen positiven Beitrag bringt, dann kann ich das auch nach außen tun und auch tragen, zumindest für eine Zeit lang. Ja, ne? Ja, ja. Also diejenigen, die wirklich die besten Mitarbeiter in der Zukunft haben werden, sind die, die ihren Mitarbeitern eine klare Perspektive geben können und die Mitarbeiter so einsetzen, dass sie ihren Werten und Fähigkeiten nach entsprechend ihrem eigenen Empfinden nach sinnvolle Leistung aber oder Arbeit bringen. Aber das muss ja auch von oben auch gelebt werden. Weil natürlich. Ich habe da einmal vom, ich glaube, wie heißt der Mönch, der Amsel, Peter Amsel? Anselm Grün. Anselm Grün, ja genau. Aber du sagst, erst durch gelebte Werte hast du ein wertvolles Unternehmen. Weil wir kennen ja diese Marketing-Floskeln, wir schauen auf unsere Kundenloyalität, ist schon so wichtig und das und das und das. Genau. Und wenn du dann beim Support anrufst, denkst du bist der letzte Depp. Ja, richtig. Also das ist die Aussage oder connected. Ich sage mal, da klafft Vision und Realität noch ganz ein bisschen auseinander. Aber es gibt Firmen, die das sehr gut umsetzen und darum suchen sich viele Menschen das halt dann auch in ihrer Freizeit. Ja? Wobei ich halt dann sage, ja, man denkt sich halt dann, okay, ja, weil ich habe da ein geregeltes Einkommen und das ist sicher da und so weiter. Ich glaube, dass wir von der Energie der Zeit her dort sind, dass die Leute wirklich schauen müssen, was erfüllt mich wirklich? Es ist ja eigentlich, also die einzige begrenzte Ressource in diesem Leben ist unsere Zeit. Ja. Und ich kann mit guter Ernährung und wenn ich mir genügend Vitamine und so weiter zuführe, kann ich ein gesundes, starkes Leben bis, sage ich mal, in den dreistelligen Bereich gut führen. Aber trotzdem, irgendwo einmal die Ressource ist aus. Ja, irgendwann einmal ist es erledigt. Und da ist es doch eigentlich schade, wenn ich 5 Tage lang was mache, was mir widerstrebt, damit ich dann 2 Tage Zeit habe, um mich zu fürchten, dass ich dann wieder 5 Tage das tun muss, was ich nicht will. Das macht doch keinen Sinn. Ja? Also, und ich erlebe das bei mir auch immer wieder, ich war jetzt gerade in USA und habe das dann mit einem Bekannten, habe dem das erzählt und da fragt er mich dann, ja, Urlaub oder Arbeit? Und da habe ich gestutzt und habe überlegen müssen, weil ich mache diese Unterscheidung nicht.
Ja. Also es ist für mich, natürlich gibt es jetzt, sage ich mal, ich würde eher sagen, es gibt Aktivitätsphasen und es gibt Ruhephasen. Ja, aber das ist ja anders. Aber das ist deswegen, auch wenn ich aktiv bin, ist das jetzt nicht Arbeit im Sinne von Mühsal, genau, sondern wenn ich mit Menschen Coaching machen darf oder wenn ich Menschen berate oder wenn ich ein Seminar mache, einen Vortrag mache, dann ist es etwas, was mich begeistert, was mich erfüllt, wo ich wirklich Fokuszeit reingebe und wo's für mich ein Genuss ist, das tun zu dürfen. Natürlich ist nicht immer alles Genuss. Ja, also, natürlich muss ich dann auch einmal einen Website-Text überarbeiten und denke mir, eigentlich gefällt mir das jetzt gar nicht, aber jetzt, ich muss halt dem Kunden das Handout schicken und da braucht er das halt dafür, damit die Seminarteilnehmer das dann haben. Das ist schon klar. Aber diese Anteile sind eigentlich verhältnismäßig gering, ja, oder auch so Sachen wie Reisekostenabrechnungen oder Buchhaltung oder so. Okay. Der liebe Finanzminister möchte halt jedes Monat seine Umsatzsteuer haben. Das muss man halt dann irgendwie regeln. Ja. Ja. Aber im Essentiellen, ich war dann in den USA auf einer Speaker-Konferenz und als Präsident habe ich dort, der German Speakers Association, habe ich dort sozusagen hin müssen. Ja, aber auf der anderen Seite war das auch wieder eine große Freude, weil ich dort ganz, ganz viel Spannendes gelernt habe und ganz viele Menschen wiedergesehen habe, die mir viel bedeuten, die ich halt einmal im Jahr, zweimal im Jahr vielleicht sehe. Und natürlich hat es dann ein Board-Meeting gegeben, wo wir den ganzen Tag lang über verschiedene strategische Dinge und so weiter gesprochen haben. Aber das war auch wieder etwas, was spannend war, weil ich einfach, das ist halt ein Beitrag zu dem, wie sich die ganze Gemeinschaft entwickelt. Also insofern, man muss nur aus meiner Sicht schauen, dass man sich sozusagen, die Gefahr dabei ist, wenn einem das große Freude macht, was man tut, dass man dann nicht aufpasst, wo renne ich denn dann wirklich in die Überlastung hinein. Weil man gerne so viel macht, weil es so spannend ist und so angenehm ist. Und da für sich halt auch Mechanismen eingestellt zu haben in seinem Leben, die einen unter Anführungszeichen dazu zwingen, wieder hinzuschauen, wie geht's mir denn gerade? Ja? Und ich habe für mich da, ich bin über die Ereignisse in den letzten Jahren sehr dazu hingeführt worden, dass ich sehr in meinem Frieden bin. Also ich bin nicht immer, es gibt durchaus gelegentlich Dinge, die mich aufregen. Allerdings entscheide ich mich dann immer sehr, sehr schnell, dass eigentlich ist es das gar nicht wert. Ja. Und da gibt es einen wunderbaren Satz, der heißt, willst du recht haben oder glücklich sein? Ja, genau. Ja. Ja? Und das Ding ist, ich hatte dann mal eine Klientin, die hat gesagt, nein, ich will nicht recht haben, ich will nur, dass er weiß, dass er Unrecht hat. wo ist da genau der Unterschied? Also wir tendieren uns dazu dann schon, uns selber ein bisschen auszutricksen dann. Aber grundsätzlich ist es so, glücklich sein in dieser Parallelität oder in diesem Gegensatz, recht haben oder glücklich sein entsteht dann, wenn wir in der Liebe sind, wenn wir in der Freude sind, in der Dankbarkeit und in der Anerkennung. Und alles, was das nicht ist, ist recht haben. Egal, ob das jetzt Wut ist oder Frust oder das war unfair oder so lasse ich mich nicht behandeln, das ist alles recht haben, das ist alles, so darf das nicht sein. Und das kann sein, ich bin das totale Opfer oder ich könnte den umbringen. Mhm. Also von bis, die Bandbreite ist riesengroß und die Palette der menschlichen Emotionen, die da mitspielen können, ist noch größer. Aber essentiell ist es, du willst recht haben, du willst, dass das anders ist, du kannst nicht akzeptieren, dass es ist, was es ist. Da hat jemand, blöder Idiot, zu mir gesagt. Okay. Es kommen bestimmte Sprachwellen, die dringen an mein Ohr, werden von meinem Gehirn verarbeitet und wieder kognitiv umgewandelt und ich erkenne, was der gesagt hat. Muss ich mich deswegen jetzt aufregen? Sind wir wieder beim E plus R ist F. Ne? Das Ereignis waren Sprachwellen, die an mein Ohr gedrungen sind. Ja? Dass dann da noch ein Ereignis mit drinnen ist, nämlich dass das an alte Triggerpunkte angedockt hat, wo mir früher schon Leute gesagt haben, dass ich ein blöder Idiot bin und dass es eigentlich eine Frechheit ist und das lasse ich mir nicht bieten und bla 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 bla. Dann geht der ganze interne Dialog los. Ne? Und dann kommt die automatische Reaktion und am liebsten würde ich dem Typen jetzt eine aufs Auge hauen, weil so eine Frechheit, das lasse ich mir doch nicht bieten. Okay, ja. Dann willst du recht haben. Oder vielleicht doch lieber glücklich sein. Und das Ding ist halt, wir werden so von unseren Konditionierungen getrieben. Ich beschreibe das in meinem
meinem Vortrag immer so schön, es ist wie ein Ruderboot. Ja. Wir sitzen in einem Ruderboot drinnen und haben die zwei Ruder unseres Bewusstseins in der Hand und rudern. Das Problem ist, hinten dran an dem Ruderboot ist ein 200 PS Außenbordmotor und der schiebt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr ständig volle Pulle an. So, wenn wir jetzt versuchen, mit den Rudern unseres Bewusstseins gegen diesen Außenborder anzurudern, erstens einmal ist es unheimlich anstrengend und zweitens wird man das nicht lang durchhalten. Ja. Wenn wir begreifen, dass die Ruder unseres Bewusstseins essentiell dazu da sind, als Steuerinstrument die Richtung zu bestimmen, in die der Außenborder anschiebt, auf einmal wird das Leben leicht und mühelos, weil wir dann nicht mehr gegen unsere Konditionierungen ankämpfen, sondern die Konditionierungen dazu nutzen, wie unser Leben leichter gehen kann, wie es spielerischer gehen kann, wie es erfüllter gehen kann, wie es freudvoller gehen kann. Und ja, können wir, müssen wir aber nicht. Wir können gern weiter recht haben. Oder vielleicht doch lieber glücklich sein. Weil da kommt genau dieses Stichwort jetzt da auch, was für viele Unternehmen, die wir vorher geredet haben, dieses sinnerfüllte Arbeiten nach Werten, diese alten Traditionen, oder was ich oft höre, Handschlagqualität. Was die Menschen sehnen sich genau nach diesen Dingen wieder. Ja? Und mir ist es unbewusst, zum Beispiel voriges Jahr, ich bin genau deswegen auf meiner Website, das ist Why, How, What, wo im Prinzip jeder die Spielregeln lesen kann, wie ich funktioniere, nach welchen Werten ich lebe und so. Und witzigerweise docken halt genau die Menschen an. Die Frage ist, weil du auch gesagt hast, jetzt da, was erfüllt mich, wie wird sich da noch die Arbeitswelt ändern? Weil allein das ändert sich jetzt, weil damit ich das tun kann, was ich gern tue, passe ich in kein normales 9-to-5-Schema mehr rein. Das heißt, ich muss mir selbstständig machen oder ich darf mich selbstständig machen und suche mir dann einfach meine Kooperationspartner. Aber das passt ja wieder nicht in das System rein, von der Bürokratie her zum Beispiel. Also wie siehst du oder wie wird sich diese Arbeitswelt generell jetzt so überschlagsmäßig ändern? Naja, also ich denke, es gibt sicherlich Menschen, die haben ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Nein, das ist und klar. Die wollen gerne versorgt werden und für die ist das ein so hoher Wert, dass sie das nicht in Frage stellen. Ja. Aber ich denke, dass mehr und mehr Menschen, und gerade mit den jungen Menschen, die jetzt nachkommen. Ich sage nur Generation Y und die ganzen genau, Schichten. Ja, also die natürlich durchaus da ein hohes Sinnbedürfnis haben. Also ich engagiere mich, ich bin gut ausgebildet, ich bringe mich ein, aber bitte sag mir warum. Und das muss nicht dein Warum sein, sondern es muss an meinem Warum andocken. Genau. Das ist dieser große Punkt. Und wir werden, denke ich, mehr Selbstständigkeit sehen, weil die Leute eben eigenbestimmt Dinge tun wollen, was uns zu neuen Problemen bringt. Wir kriegen in der Schule nicht beigebracht, wie führe ich ein Unternehmen, wie rechne ich einen Businessplan, wie stelle ich eine Liquiditätsvorschau auf, damit ich auch wirklich das Unternehmen so führen kann, wie bewerte ich dann Gelegenheiten, Geschäftsmöglichkeiten und. Also all diese Dinge werden im Moment in den Schulen ja noch gar nicht unterrichtet. Aber wir werden das vermehrt sehen. Und ich sage mal, mit der Fülle der Informationstechnologien, die wir haben, eben vor Jahren hätten wir jetzt noch hier ein Tonstudio gebraucht mit Tonbändern und Schnittplätzen und hin und her. Und jetzt läuft es auf unserem Computer damit und kann dann einmal kurz drüber geschaut werden und dann wird es auf iTunes hochgeladen und alle Leute kriegen das in ihren Podcast rein. Ja, also die Möglichkeiten, die jetzt da sind, Informationen zu verbreiten, sind riesig und wird auch unser komplettes Arbeitsumfeld verändern. Okay, klar, eine Stahlschiene wird immer noch gepresst und gewalzt werden müssen, ne? Aber es macht mittlerweile jetzt auch schon eine Maschine. Ne? Ja, also wir werden mehr und mehr maschinell verrichtete Tätigkeiten sehen, keine Frage. Der Automatisationsgrad hat ganz, ganz stark zugenommen. Ich glaube, da ist jetzt dann Stichwort Internet of Things und so, also da kommen noch Entwicklungen noch auf uns zu. Ja. Aber der große Punkt in der jetzigen Zeit ist der Mensch und die emotionale und psychische Balance. Also das wird aus meiner Sicht der Knackpunkt sein oder der Faktor sein, mit dem das wird der Engpass der Zukunft sein. Mhm. Also da haben wir optimale Voraussetzungen, oder? In unseren Fachbereichen. Absolut, ja. Und ich denke auch einfach, dass das der Punkt ist, oder was für mich jetzt der große Punkt ist, dem ich mich jetzt widme, ist, dass es nicht mehr um Wissensvermittlung geht, sondern es geht um
Prozesse. Es geht um das Erfahren von etwas. Ne? Also wenn ich beginne jetzt im September mit einem Programm und da, das ist eben auch auf ein Jahr angelegt, weil es eben nicht darum geht, das in 2 Tagen Seminar zu vermitteln, sondern es geht darum, den Menschen wirklich in kleinen Häppchen schrittweise eine Möglichkeit zu geben, in diese Erfahrung hineinzukommen. Wie wende ich denn das wirklich im Leben an? Wie setze ich denn das um? Und die Unternehmen, die ihren Mitarbeitern diese Erfahrungsmöglichkeiten geben können, ja, das alte Einstellungstraining, 3-Schritt-Training, ne? Hier ist Ihr Schreibtisch, hier ist Ihr Telefon, Schritt 3, viel Glück. Ja. Ja, das wird so nicht mehr funktionieren, sondern ich muss den Menschen eine Möglichkeit an die Hand geben, sich damit zu identifizieren, ein Bild für sich zu entwickeln, wie geht denn das? Und in diesen Prozess hineinzukommen. Und diejenigen, die auf diese Erfahrungsebene runterkommen können, die werden aus meiner Sicht Erfolg haben. Ja, ja. Wir sind jetzt da schon knapp 35 Minuten im Gespräch, die Zeit verfliegt ja. Jetzt zum Abschluss habe ich immer diesen Do-It-Tipp. Was möchtest du mitgeben? Ich glaube, du hast es eh schon kurz angerissen. Ja, ich glaube, in unserer Zeit jetzt geht jetzt vielleicht ein bisschen gegen deine Markenidentität. Ich würde es nicht Do-It-Tipp nennen, sondern ich würde es Be-It-Tipp nennen. Okay, ja. Also, Do-It-to-be-be-it. Ja, genau. Also, was können wir tun, damit wir was sein können? Ja, genau. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt, weil wir tun eh so viel. Ja. Ja, aber tun wir das Richtige. Also aus meiner Sicht, und das war für mich ein großer Punkt, wie ich in meinen Frieden gefunden habe, war einen Schritt zurücksteigen, in die Reflexion gehen, ist denn das, was jetzt da alles da ist, wirklich das, was ich will? Und das muss man natürlich, damit sind wir eh wieder dort, das auch tun. Ja? Aber regelmäßig, kann ein tägliches Ritual sein, finde ich super. Kurz, 5 Minuten, was ist mir denn heute wichtig? Was spüre ich denn in mir? Ja, also für sich da eine Selbstreflexion zu machen und dann alle Monate, 2 Monate, 3 Monate mal eine Zeit einzulegen, wo man sich 2 Stunden, 3 Stunden oder was nimmt und sei es sich in den Wald setzt oder auf ein Meditationskissen oder an den Küchentisch mit einem Block, wo man dann solche Sachen aufschreibt, die einem durch den Kopf gehen. Ja, ja, also einfach eine Reflexionsphase einzulegen. Und unser Geist ist ja ein Supertanker. Das heißt, wir müssen uns die Ruder ändern und dann ändert sich mal langsam die Richtung, in die das Ganze geht. Immer wieder hinzuschauen, ist denn der Kurs noch der, den ich wirklich will? Genau, weil dieser blinde Aktionismus hilft ja nichts. Das heißt, tun. Und vor allem, wenn wir so im extremen Tun drinnen sind, sind wir nicht mehr in der Empfänglichkeit für den Fluss des Lebens. Und das ist aus meiner Sicht der große Knackpunkt. Also wenn jemand gern Superhektiker sein möchte, soll er das bitte gerne tun. Genau. Ja. Aber wenn wir es im Leben einfacher und simpler und erfüllender haben wollen, dann einen Schritt zurücksteigen und mal schauen, was bringt mir denn das Leben jetzt alles so daher? Und ich, also klar, mit einer buddhistischen Philosophie-Ausbildung ist es leicht zu sagen, für mich gibt es keinen Zufall. Ja, ja, ja. Aber ich denke, dafür braucht man nicht unbedingt jetzt Buddhismus studiert zu haben, sondern ich denke, wenn wir uns das anschauen, es begegnen uns die Dinge im Leben nicht zufällig. Und wenn mir jetzt auf der Straße einer schon zum 3. Mal innerhalb von 2 Wochen über den Weg rennt, dann ist es vielleicht ein Hinweis, vielleicht sollte ich mich mit dem einmal zusammenreden und sagen, hey, du bist jetzt so oft auftaucht, was ist denn da los? Ja. Und das sind, oder du denkst ganz oft an jemanden, dann ruf den doch bitte an. Und das sind so die Sachen, wo wir dann ins Spüren kommen, wo wir dann ins Hineinfühlen kommen, wo auch die Intuition dazu gehört. Und ich denke, diesen Dingen mehr Raum zu geben, wird für uns alle das Leben einfacher machen. Definitiv, unterschreibe ich sofort. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, dass du hergekommen bist, für dieses sehr, sehr gerne lange Reden und Talken. Und wir sehen uns auf alle Fälle wieder. In dem Sinne, vielen Dank, Martin. Sehr, sehr gerne, danke. War eine große Freude, hier zu sein.